Hallöchen, hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei der ersten Newcomer-TV-Magazinsendung in diesem frühlingshaften Jahr 2022. Also wir sind hier am Fuße des Taunuses und ich bin ganz aufgeregt und der Jochen macht die Kamera und ihr seht ja, wie sich alles wiegt und ich habe immer noch den Klang der ersten Newcomer-TV-Nacht in der Portstraße Jugend und Kultur am letzten Freitag in den Ohren. Vier fantastische Bands, leider nur als Online-Konzert, aber ich hoffe oder wir hoffen alle, dass es ja bald wieder losgeht, im April zum Beispiel, dass wieder Publikum zu den Shows kommen kann. Aber jetzt möchte ich euch in dieser Sendung zwei Bands vorstellen, die auf der ersten Newcomer-TV-Nacht in der Portstraße Jugend und Kultur am letzten Freitag gespielt haben. Die erste Band, das sind so, ja, Raumfahrer quasi, vier Raumfahrer, die in unendlichen Klanggalaxien unterwegs sind und die in ihrem Sound malen sie gitarrendominierte Klänge, psychedelische, träumerische Indie-Kosmosbilder und ziehen die Hörer und Hörerinnen mit ihren sphärisch klingenden Gitarreneffekten immer wieder in ihre Fahrt durch ein Musikall. Ladies and Gentlemen, ein Riesenapplaus für The True Spaceman. So hoffnungslose Atmosphäre, hat die in deinen Texten irgendwie einen Raum gefunden? Ich habe jetzt keinen Song geschrieben, wo ich das bewusst thematisiert habe, aber ich glaube, dass unterbewusst, vor allem jetzt so im Resümee, wenn ich mir die Songs ja so mit bisschen Abstand angehört habe, glaube ich schon, dass es unterbewusst auf jeden Fall da so seinen Platz gefunden hat, die Thematik. Und vor allem auch die Stimmung, habe ich das Gefühl. Aber bewusst jetzt habe ich das nicht thematisiert. Und jetzt ist natürlich Corona hat uns an die Wand gefahren und jetzt gibt es auch noch ganz in der Nachbarschaft einen Krieg, der unglaublich ist. Also Kriege sind eh immer unglaublich.
die Flüchtlingsströme und so und überhaupt, was so passiert dann, was weiß ich, Fridays for Future hat es gerade irgendwie gepackt, die Politik und auf die Gesellschaft ein bisschen aufmerksam zu machen auf diese auf diesen krassen Umgang mit unserer Natur. Und da hat sich ein bisschen politisch was bewegt. Und jetzt ist das alles irgendwie wieder in Frage gestellt. Man stellt sich hin und sagt, Atomkraftwerke sind plötzlich das Beste, was man der Umwelt antun kann. Also alles dreht sich um. Wie ist das für dich als Songschreiber? Hat das einen Einfluss, Flüchtlingsströme und diese ganzen Sachen, diese ganzen Themen, die uns im Augenblick irgendwie beschäftigen? Definitiv. Also man stellt sich halt generell, finde ich, immer so die Frage, so will man politische Musik machen und so weiter und so fort. Ich denke halt gerade auch so für kommende Zeit ist es halt schon wichtig, solche Sachen zu thematisieren und irgendwie in einen musikalischen Kontext zu stellen. Also definitiv macht das was mit einem zu 100% und ja, ich denke, das spiegelt sich auch oder sollte sich, das ist halt eine schwierige Frage, ja, ob natürlich, sich das klar widerspiegelt. Spiegeln soll oder also ja. Wie sieht's? Wie bist du zu dieser Band gestoßen? Also ich bin letztendlich über den Dave, über den Drummer unserer Band, da oben steht er, hallo Dave. Dazu gestoßen. Yo, yo. Und eigentlich ist es so, wir machen noch zusammen UK Garage, also wir legen auf, David rappt und wir haben zusammen Musik gemacht und dann kam irgendwie so ein kleiner Song dazwischen, wo ich so gesungen hatte und dann war der David so, ja ey, wer ist denn das? Und dann ich so, ja, das bin ich. So, ey. Da komm mal vorbei, wir suchen einen Sänger. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nie irgendwie gesungen oder so. Boah, krass. Und ja, dann habe ich quasi mit den Jungs eigentlich erst angefangen zu singen und bin dann mit denen zusammen dann in diese Rolle des Sängers eingestiegen. Right lane.
Even I tell you it's hard, so hard. Habe ich euch zu viel versprochen? Ich meine, es war doch der Hammer, oder? Also eine echt geniale Band und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr noch viel, viel, viele Konzerte von dieser Band, von den True Spacemen hören werden. Vielleicht sind sie ja sogar Gäste auf der Sommerwerft, die vom 22. Juli bis zum 7. August wieder an der Weseler Werft unterhalb der Europäischen Zentralbank gastieren wird. Jetzt kommen wir aber zu einer weiteren Band, die auf der ersten Newcomer TV-Nacht gespielt hat. Eine Rock-Metal-Band aus dem wunderschönen Ort Schöneck. Und die haben als Coverband irgendwann mal angefangen, 2018. Und dann haben sie sich auf irgendwelchen Festivals mit anderen Menschen verbunden, anderen Musikern und Musikerinnen verbunden, um ihre Band zu komplementieren bzw. komplettieren. Ja, und haben eine Sängerin gefunden, eine fantastische Sängerin. Und jetzt waren sie mit einem Programm mit eigenen Songs bei uns zu Gast. Ein Riesenapplaus für Vibes O5. There's a tickling underneath my skin, rooting in a tiny little sting. Moment of inadvertence, you hurt me like a cactus. Yeah.
Frauen in härterer Musik, also im Metal oder im Hardrock. Ist das ein Klischee immer noch, dass es eine Männerdomain ist? Oder ist das mittlerweile auch so, dass wahnsinnig viele Musiker und Musikerinnen, also Musikerinnen meine ich jetzt, auch in Metal-Bands oder in Hardrock-Bands spielen? Wie siehst du das? Ich finde es gar nicht mal so eine krasse Männerdomain. Also ich kenne auch recht viele Sängerinnen, die aktiv sind in Rock- und Metal-Bands. Also und ich habe auch den Eindruck, dass es immer mehr auch am Kommen ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Aber auch wenn man zurückdenkt, also es gibt ja auch schon vor 20, 30 Jahren auch ganz groß. Wie bist du denn in diese Musik? Also wie hast du sozusagen den Einstieg, die Inspiration zum Hardrock gefunden? Wie ist das bei dir angefangen? Das war so ein ganz schleichender Prozess, würde ich sagen. Also erst hast du Heino gehört und Helene Fischer und plötzlich bist du morgens aufgewacht und hast dann, was weiß ich, Doro Pesch oder irgendwas gehört. Das angefangen hat es nicht mit Heino, aber mit Vanilla Ninja, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war in der Grundschule. Mein ganzes Zimmer war damit gepflastert. Und das ist direkt fließend übergegangen in The Rasmus und Him damals. Wow. Und von da, und Avril Lavigne war ich auch voll noch die Generation. Yeah. Und als ich in der Grundschule war, war das voll mein Ding. Und genau, von da an bin ich dann irgendwann über die Musikschule auch, fing ich an in Bands dann aktiv zu singen. Und da wurde der Geschmack dann immer breit gefächert. Da habe ich dann auch die ersten Kontakte mit... ich glaube, System of a Down war es bei mir tatsächlich, was so das erste war, was mich total geflasht hatte aus dem Bereich Metal. Ja.
da bin ich auch sehr dankbar, dass Marc Bignard hat mich damals damit vertraut gemacht gehabt. Er hat mich auch in die Bands mit reingebracht bei der Musikschule. Da kann man mal sehen, ja. Also man kann wirklich mal sehen, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, jetzt haben wir zwei wunderbare Bands gehört, die auf der ersten Newcomer-TV-Nacht in der Portstraße Jugend und Kultur gespielt haben, nämlich The True Spaceman und Vibes of Five. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt der regionalen Newcomer-Szene gewogen. Geht auf Konzerte, geht auf Festivals, orientiert euch, weil es geht wieder los, ja. Also ich habe es im Blut, dass wieder Konzerte stattfinden, wo dieser furchtbare Virus, der uns seit 2,5 Jahren sozusagen quasi lahmlegt, einfach
keinen Einfluss mehr hat und wir können uns begegnen, wir können miteinander tanzen und ja, seid neugierig, hört Musik, unterstützt die regionale Musikszene. Das war der Jochen an der Kamera und der Seppel am Mikrofon hier für Newcomer TV und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!